Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide Leveln, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich hier im Krater von Un'Goro. Wir haben ja in der letzten Folge Winterquell abgeschlossen und es ist nunmehr nur noch eine einzige oder ein einziges Gebiet in Kalimdor verfügbar, bevor wir in die Scherbenwelt gehen können, oder können jetzt schon, aber wir wollen ja alle Gebiete hier questtechnisch abschließen, zumindest größtenteils. Und unser Problem war ja bisher, dass wir noch von dem Bergbauskill vor allen Dingen sehr stark hinterher hängen. Und da ist mir eingefallen, dass ja genau hier im südlichen Teil des Kraters von Un'Goro dieser Selektitenbau zu finden ist, von den Gorishi-Selektiten. Und in diesem Bau sind immer mal ein paar von diesen schlammbedeckten Thorium-Vorkommen. Und die wollen wir jetzt abbauen. Auf dem Weg von der Zuflucht bis hierher habe ich ein Echtsilbervorkommen gefunden, das uns sogar einen Skillpunkt gebracht hat. Und noch ein Traumblatt, was ebenfalls einen Skillpunkt gebracht hat. Somit, wie kurz eingeblendet, ich kann es nochmal aufmachen, sind wir bei der Kräuterkunde mittlerweile bei 298. Das heißt, da fehlen nur noch 2 Skillpunkte. Beim Bergbau fehlt uns jetzt noch ein Skillpunkt, dass wir die großen oder reichen Thorium-Vorkommen abbauen können. Und diesen Skillpunkt haben wir jetzt erhalten. Das ist sehr schön. Ich werde mir aber trotzdem noch das zweite hier holen. So viele Skillpunkte, wie es nur irgend möglich ist, hier eben bekommen. Von den Gegnern ist das hier überhaupt kein Problem mehr. Die sind hier Level 52, 53. Da haben wir überhaupt keine Probleme, die schnell zu besiegen und hier durchzukommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Deswegen mache ich das jetzt auch hier direkt. Und danach werden wir dann, weil es auch trotzdem nur einzeln besiegen. Danach werden wir dann in Richtung Silithus aufbrechen. Und dort die ersten Quests abgeben, die wir bekommen haben aus verschiedensten Teilen des Kontinents, um eben in Silithus was abzugeben. Und dann werden wir auch die neuen Quests hier garantiert annehmen können. Und ich denke mal, dass uns Silithus von den Quests, die es dort gibt, definitiv dann auf Level 60 befördern wird. So, dann gehen wir hier noch rein. Da haben wir nämlich auch noch ein Erzvorkommen hier in der Ecke. Ich habe nicht genug Energie. Ganz schöner Bau, den die sich hier erschaffen haben, ne? So, nehmen wir das Erz noch mit. Hat uns auch wieder einen Skillpunkt gebracht. Sehr schön. Ja, also hier unten könnt ihr eigentlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein oder zwei Erze finden. Mal gucken, ob hier hinten noch was auftaucht. Sieht aber weniger danach aus. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal wieder zurückgehen. Zwei Skillpunkte oder insgesamt 3 habe ich jetzt hier im Krater von Un'Goro bekommen. Das war sehr gut. Ein paar Erfahrungspunkte konnten wir auch noch mitnehmen. Und jetzt wird es hier Richtung Norden aufgehen. Ich werde extra hier rumlaufen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Erz zusätzlich auf dem Weg zu sehen. Das wäre natürlich super. Und dann geht es hier oben in den nordwestlichen Teil
wo der Übergang zu Silithus sich befindet. Wir buffen gleich mal nach. Und dann machen wir uns auf nach Silithus. Ich hoffe mal, dass das in Silithus dann ausreichen wird mit den Erzen, sodass wir ohne Probleme dann in die Scherbenwelt gehen können. So, gibt es hier noch irgendwas an Kräutern? Erstmal nicht. Gehen jetzt hier außen entlang. Da waren schon mal Kräuter. Das sind aber nur diese Blutblütensprösslinge. Aber hier ist ein Traumblatt. Das holen wir uns. Was haben wir hier noch? Das sind nur normale Blutblütensprösslinge. Sehr schön, 2,99. Jetzt schalten wir nochmal um auf Erz, weil hier vorne könnte ein reiches Thorium-Vorkommen sein. Mal schauen, ob es da ist. Ah, leider nicht. Das wäre jetzt schön gewesen. Dann gucken wir gleich nochmal. Da ist nichts. Ist das Mithril-Vorkommen da? Auch nicht. Das ist nur, leider nur so ein blauer Machtkristall. Okay. So, wo gehen wir jetzt lang? Zwischen dem Glutberg, dem Vulkan und diesen heißen Quellen. Es regnet auch mal wieder im Krater von Ungoro. Hier oben ist nämlich auch noch eine kleine Insel mit möglichen Erzen. Kann ich noch nicht tun. Ja, also dass wir den einen Skillpunkt bei den Kräutern bekommen, davon gehe ich mal fest aus. In Silithus, dadurch, dass das eine Wüste ist, sollten wir von Kräutern, wenn wir welche finden in dieser kargen Landschaft, auch ja, die gut und schnell erkennen können. Ich hoffe aber mal, dass wir eher auf Erze stoßen. Aber das habe ich auch in Winterquell gehofft und wurde da, ja, es war in Ordnung, aber ich hatte mir mehr erhofft. So, hier sind wieder die Elite teilweise. Mit denen wollen wir aber jetzt nicht gerade kuscheln. So, oh, hier vorne ist ein Erz und es ist auch ein kleines Thorium-Vorkommen. Das ist sehr schön. Dann holen wir uns das doch gleich mal. 2,77. Ja, haben wir in der Folge direkt 4 Skillpunkte beim Bergbau geholt. Das finde ich super. Ah, und hier vorne ist eine Mithril-Ablagerung. Die bringt uns jetzt schon gar nichts mehr ein an Skillpunkten. Nehmen wir aber trotzdem einfach mal mit. Wenn wir einmal schon hier sind. So. Gut. Ich denke, dann haben wir alles. Und können in Richtung Silithus aufbrechen. 277 im Bergbauskill. Das heißt, noch 23 Punkte fehlen. Das ist ganz schön viel für ein Level. Aber ich gehe mal davon aus, habe immer noch nicht nachgeguckt, dass wir etwas früher auch die Erze in der Scherbenwelt abbauen können. Vielleicht mit 280, 285 schon. Das wäre super. Dann brauchen wir nicht ganz so viele Skillpunkte hier in der alten Welt. Und wie gesagt, in der Scherbenwelt wird es um einiges einfacher dann zu farmen. Besonders weil wir uns das dann, ja, nicht währenddessen farmen müssen, sondern man kann das sich dann schön aufheben und wenn man fliegen kann mit dem Druiden, kann man dann auch herumreisen sehr schnell und Erze farmen. So, hier im Nordwesten geht es jetzt
Nicht hoch. Nee, ist hier der Aufstieg? Nee, das war der falsche. Ich dachte mir schon, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir müssen noch weiter nach Norden. Ja, hier oben ist der Aufstieg. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Kräuter sind. Hier ein goldener Sandsamen, den nehmen wir noch mit. Kann auch noch was bringen. An Skillpunkten. Und wir haben die 300 erreicht. Das heißt, ab jetzt brauchen wir eh keine Kräuter mehr einsammeln, weil das Skill kann sich nicht nach oben mehr erhöhen. Wir können aber, ja, wir könnten in die Scherbenwelt reisen und den neuen Skill quasi kaufen, also die neue Skill-Obergrenze und dann hier schon weiter leveln, aber das ist nicht unbedingt notwendig. So, hier oben ist es schön markiert, ne? Der Übergang vom Ungoro-Krater nach Silithus. Jetzt werden wir aus der tropischen Landschaft entweichen und in Richtung der silithitischen Wüste gehen, wenn das so heißt. Ganz schön steil der Aufstieg hier. So, jetzt wird es garantiert gleich aufhören mit Regnen, weil Regen in der Wüste ist äußerst selten. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass es in Silithus geregnet hatte. Gucken, wo der Übergang jetzt ist. Hier oben ist er. Ja, es hört sofort auf mit Regnen. Silithus auch ein PvP-Gebiet, wo man Silithisten einsammeln kann für Horde und für Allianz. Wir wollen aber jetzt mal eher die ersten Quests hier abgeben, neue Quests annehmen. Das wird unsere Aufgabe in dieser Folge sein. Hier gibt es einen Lederverarbeitungsbedarf. Da können wir ein bisschen was verkaufen, was wir jetzt nicht unbedingt benötigen. Diesen Behälter brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Da ist ein Winterquell wichtig. Und den Affen setze ich eh nicht ein. So. Okay. Zirkel des Szenarios ist hier die Fraktion. Und hier haben wir die erste Mission, die wir machen können. Befreit die Geister von gequälten Droiden und Schildwachen am Südwindposten. Das ist hier südlich. Wir werden aber jetzt hier uns erstmal den Flugpunkt holen und dort weitere Quests annehmen. Und wir haben ja auch noch, das fällt mir gerade ein, eine Quest hier oben in Ferallas. Ja, ihr seht hier schon die ganzen Insekten, die hier rumschwirren. Das Summen von Mücken, das ist hier das Thema in Silithus. Und hier die ersten Gegner, auf die wir treffen, Level 56. Am Ende sind sie dann Level 60 und 61. Also ähnlich zu Winterquell, ne? Beides ja Max-Level-Gebiete. Und ihr seht auch schon, dass hier viele Auswüchse von den Silithiten zu sehen sind. Und die hier schon vorherrschen. Drachen. Schatten hatte ich jetzt hier gesehen. Die kreisen ganz oben. Ja, nicht so ein beliebtes Questgebiet. Wurde aber immer halt mitgenommen wegen der Freischaltung von Ankirash. Die Instanz da im Südwesten gelegen. Also hier unten. Wo ist Akku 20 und Akku 40 gibt, also eine Instanz für 20 Spieler und eine für 40 Spieler. War der zweite Content in Classic, nachdem man Moldenkor und Nyxias Hort und den Peshwing Hort gespielt hatte. Und quasi der Übergang zu Naxxramas. Man hat damals auch einen der alten Götter
nämlich Siphon, besiegt. Aber das werden wir jetzt hier alles nicht durchexerzieren. Wir wollen hier die nächsten Quests so ein bisschen angehen. Ein paar Quests werden wir höchstwahrscheinlich abbrechen, einfach weil das auch mit der Raid-Instanz zu tun hat. Mögen euch die Sterne leiten. Aber einige Quests können wir ja hier trotzdem erstmal alle annehmen. Und dann schauen wir mal, was wir für Quests erledigen können. Hier oben steht noch einer. Hier gibt es übrigens auch Gastwirtin. Das werden wir gleich mal nutzen. Dass wir uns jederzeit wieder hierher porten können. Spuckt es aus! Seid vorsichtig da draußen! So, und dann gibt es hier oben noch 4 Quests, die wir annehmen können. Ja, auch einige Quests, die uns hierher gebracht haben, aber irgendwie finde ich nirgends einen, einen Questgeber, bei dem ich weitere Quests abgeben kann. Naja, schauen wir mal. Hallo! Seid auf der Hut! Ich glaube, der eine steht dort, genau. Ich bin geehrt. So, und dann haben wir noch ganz oben den Flugmeister, der uns auch nochmal eine Quest geben wird. Ja, die anderen Quests, die wir jetzt noch haben, aus Ashara müssen wir quasi hier oben diese Staubstürmer besiegen. Dann hatten wir noch das mit dem Runenstoff, okay, und das Elixier war für von Feralas. Fort mit euch. Also im Endeffekt hatten wir gar nicht mehr Quests. Wir gucken nochmal ins Questlog rein. 1, 2, 3 und der Rest ist alles Silithus. Okay, dann passt das. Ja, ihr seht, die Karte ist voll. Und wir werden als nächstes in der nächsten Folge kurz nochmal nach Feralas gehen und diese Quest hier erledigen. Für das Videre Elixier. Haben wir jetzt hier noch ein Fragezeichen? Ah, das ist ein bisschen in der Nähe. Das können wir dann auch später machen. Okay, dann geht es hier erstmal wieder runter. Den Flugpunkt hatte ich mir jetzt geholt, genau. Und wir stellen uns einfach mal ins Gasthaus ab. Eine etwas kürzere Folge, aber das ist die Einführung quasi zu Silithus. Auch wenn wir in der nächsten Folge dann nochmal kurz nach Feralas einen Abstecher machen werden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ja, mit Feralas starten und oder mit Feralas beenden und mit Silithus starten werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.